Herzlich willkommen auf der AMI in Leipzig, der größten deutschen Automesse des Jahres. Es gibt keine IAA, es gibt die AMI in diesem Jahr in Leipzig. Ich kann Ihnen empfehlen, herzukommen. Es stehen ganz viele Neuheiten hier. Und neben mir steht gleich mein persönlicher Top dieser Messe. Das ist der Citroën C4 Cactus. Es ist sozusagen die neue Ente, nicht weil er so aussieht, sondern weil er viele innovative Ideen hat. Eine davon ist zum Beispiel eine durchgehende Sitzbank, wie man sie von früher kannte. Da dürfen zwar nicht drei Leute sitzen, weil man kann sich nicht zu dritt vorne anschnallen, das ist bei uns hier verboten. Aber eine witzige Idee, das Auto ist leichter geworden, das Auto ist sehr sparsam geworden, hat an der Seite hier eine Beplankung, die vor Parkrempeln schützt und noch viele andere tolle Ideen. Kommen Sie her, schauen Sie sich den Cactus an. Und hier sind wir beim nächsten Kandidaten der Messe. Wir sind bei SsangYong. Und hier sehen wir ein Pickup. Action Sports heißt dieses Auto. Und man wundert sich doch, wieso muss auch ein Pickup jetzt ein sportlicher Wagen sein? Das kommt mir doch sehr komisch vor. Das ist also eher nicht so mein Ding hier auf der Messe. Bei Seat ist man absolut in der Lage, eigenständige, jugendliche und sportliche Autos zu bauen. Trotzdem steht mein Flop auf der Messe, auf der AMI in Leipzig, auch hier am Stand. Denn ich kann es nicht verstehen, warum Autobauer immer wieder mit Modemarken zusammenarbeiten, um solche Lifestyle-Autos wie den Mi bei Mango zu bauen. Ich würde mich über ein Lifetime-Auto freuen, mit dem ich nie wieder in die Werkstatt muss. Die Veteranen unter den Autojournalisten sind zu Testzwecken früher einmal rund ums Mittelmeer gefahren. Wenn ich das T-Modell der neuen C-Klasse sehe, bekomme ich ebenfalls Lust auf eine so ausführliche Probefahrt. Der einzige Wermutstropfen bei meinem Top der Messe ist das etwas E-klassige Heck. Da war der Vorgänger viel selbstständiger. Mein Flop auf der AMI, der Ford Focus. Das Facelift, optisch gelungen. Straff und knackig außen, der Innenraum aufgewertet, auch super, aber diese hochglanzpolierten Felgen sind nicht mein Fall, es tut mir leid, die sind unpraktisch, man sieht jeden Kratzer, der Bling-Bling-Style ist nichts für mich, tut mir leid. Bentley, Aston Martin, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, das sind Autos, die man im normalen Straßenverkehr so gut wie gar nicht zu Gesicht bekommt. Auf der AMI gibt es dafür eine Sonderausstellung zum Thema Luxus und Sportwagen. Das ist mein Top, weil ich denke, dass jeder Autofan hier ein Sahneschnittchen findet. Und es ist wie ein Eldorado, muss man einfach sagen. Mein Top. Und damit verabschieden wir uns von der AMI 2014.